hallo, ja, herzlich willkommen, guten Tag, kommen Sie rein. Mein Name ist Oliver Lenz, ich bin jetzt 54 Jahre alt und arbeite seit 37 Jahren bei Siemens Mobility in Krefeld. Ich wohne jetzt hier seit 25 Jahren. Wir haben zwei Kinder, die mittlerweile aber auch aus dem Haus sind. Also unser Haus ist Baujahr 1998, ist groß, 120 Quadratmeter und hat 5 Zimmer. So, hier haben wir unsere Photovoltaikanlage. Das sind insgesamt 20 Module. Insgesamt hat die eine Gesamtleistung von 3,8 kW Peak. Ja, das reicht im Sommer für den normalen Tagesverbrauch aus. Das war ein Versuch, das ist ein kleines Balkonkraftwerk. Der erzeugt einfach jetzt Strom und speist die ins Hausnetz ein. Ja, das ist hier auch eine Balkonkraftwerkanlage. Die erzeugt auch Strom für die Steckdose direkt. Das ist ungefähr 1 kW Leistung. Die ersten, das war 2002, damals war das erneuerbare Energiengesetz gerade rausgekommen. Damals war alles noch sehr teuer. Damals haben wir halt eine relativ kleine Anlage gewählt. Die hatte nur 1,2 kW, das war natürlich nicht viel. Sowas zu machen, auch im Hinblick auf die nachfolgenden Generationen, dass es nicht ewig mit Kernkraft und Kohle und so weiter weitergehen kann. Deswegen habe ich mich halt entschlossen, was dazu tun. Nicht nur Sprüche machen, nicht nur erzählen, sondern auch ernsthaft in die Richtung zu gehen. Das ist hier der Toyota Prius, Plug-in-Hybrid. Fährt 50 Kilometer ungefähr elektrisch, bevor er dann auf Benzin oder als Vollhybrid weiterfährt. Er hat halt als Special das Solardach. Das bringt im Sommer schon einiges an Kilometern, die man dann zusätzlich an Reichweite hat. Diesen Schritt versuche ich jetzt immer weiter fortzuführen, mich immer weiter aufzubauen. Dazu natürlich dann der Speicher. Die Tatsache, dass man weniger Strom dazu kaufen muss, die Strompreise sind ja gerade am explodieren, dass ich halt den Strom speichern kann und dann abrufen kann, wenn ich ihn brauche, auch nachts natürlich, ist ein Grund gewesen, sich auch für den Bloetti-Stromspeicher zu entscheiden. Ich hatte mich natürlich großartig informiert. Ich hatte auch schon anderen Anbieter. Das hat leider nicht funktioniert. Bloetti hatte bereits einen kleinen Stromspeicher, der meine Ansprüche für mobilen Strom gerecht wurde. Und mit dem habe ich jetzt immer Strom, wo ich ihn brauche. Deswegen war ich mit Bloetti bisher sehr zufrieden. Habe ich mich im Internet über weitere Speichermöglichkeiten informiert von Bloetti und bin auf den jetzigen gestoßen, den ich mir jetzt gerade einbauen lasse. Ja, ich sehe jetzt hier gerade zum ersten Mal diesen neuen Solarspeicher von Bloetti. Und ja, also ich muss sagen, sieht eigentlich sehr gut aus, modern. Ich habe mir das Modell mit 10 Kilowattstunden Speicherkapazität ausgesucht. Bei meinem Verbrauch von rund 5 Kilowattstunden in 24 Stunden dürfte das optimal auf meinen Verbrauch zugeschnitten sein. Wenn mal Strom ausfällt oder über die Nachtstunden, das sollte soweit eigentlich alles passen. Diese beiden Schilder waren damals vom Ministerium für Städtebau verteilt worden und sollte halt die Solarpaneele fördern, dass die Leute auch auf die Idee kommen, sich sowas aufs Dach zu machen. Und das sollte damit halt unterstützt werden.